In diesem Video geht es um nicht lineare Widerstände. Und jetzt erstmal kurz vorab, also ein linearer Widerstand wäre jetzt einfach ein ganz klassischer ohmscher Widerstand, würde dann so aussehen und hätte dann jetzt irgendeinen bestimmten Wert, zum Beispiel mal hier 5 Ohm. Und dann würde jetzt das zugehörige Widerstand der RAM so aussehen, dass wir jetzt klar immer jetzt denselben Widerstandswert jetzt mal hier von 5 Ohm haben. Das eben bei klassischen ohmischen Widerständen der Fall. Und wenn wir jetzt aber hier nicht lineare Widerstände haben, dann sehen wir, ihr seht schon die RAM, dass jetzt der Widerstandswert R jetzt von einer gewissen Größe abhängig ist. Heißt, ihr seht jetzt, dass wir dann je nach Größe dann verschiedene Werte für R annehmen. Und dazu jetzt mal hier ein paar verschiedene lineare Widerstände durchgegangen. Jetzt erstmal zum PTC und NTC. Das sind jetzt temperaturabhängige Widerstände. Heißt, die haben jetzt je nach Temperatur einen unterschiedlichen Widerstandswert R. Und jetzt beim PTC sieht es so aus, dass wir jetzt bei ansteigender Temperatur einen höheren Widerstand haben. Dagegen beim NTC haben wir jetzt mit ansteigender Temperatur einen niedrigeren Widerstand. Und jetzt wird der PTC Kaltleiter genannt, weil ihr könnt euch vorstellen, hier beim PTC haben wir jetzt bei niedrigen, also kalten Temperaturen, einen sehr niedrigen Widerstand. Und niedriger Widerstand heißt, jetzt mal hier im Formelzeichen, R ist ja gleich U durch I. Und dann, wenn R gering ist, heißt das, dass jetzt der Strom hoch ist. Deswegen sehen wir beim PTC, dass wir jetzt hier bei kalten Temperaturen einen hohen Strom haben. Deswegen, wir haben eine gute Leitfähigkeit bei kalten Temperaturen, deswegen PTC Kaltleiter. Dagegen beim NTC, da ist dann logischerweise genau umgekehrt. Da haben wir jetzt bei hohen Temperaturen eine gute Leitfähigkeit, deswegen NTC wird dann Heißleiter genannt. Und jetzt zu den einzelnen Symbolen. Und ihr seht auch schon das Prinzip, wie jetzt die Symbole aufgebaut sind, das ist ähnlich. Wir haben jetzt einmal hier diesen Kasten für Widerstand und dann sagt jetzt dieser Querstrich aus, dass jetzt der Widerstand von einer gewissen Größe abhängig ist und dann die Größe, die darunter steht, dass dann halt hier die Temperatur, die Größe, von der Widerstand abhängig ist, deswegen hier von der Temperatur abhängig. Und dann sagen jetzt diese Pfeile aus, dass jetzt hier je höher die Temperatur, deswegen Pfeil nach oben, desto höher auch beim PTC der Widerstand, sehen wir hier, deswegen beide Pfeile nach oben. Und dagegen beim NTC ist so, hier je höher die abhängige Größe, also je höher die Temperatur, desto geringer ist ja hier der Widerstand, deswegen hier Pfeil nach oben, unten beim NTC. Das jetzt dazu. Dann hier zum Varistor. Und der Varistor ist ein spannungsabhängiger Widerstand. Deswegen, wir sehen hier, der Widerstand ist jetzt hier von der Spannung abhängig. Und dann haben wir jetzt hier den typischen Verlauf, dass wir jetzt bei Geringspannung sehr hochohmig sind. Und dann ab einer gewissen Spannung gehen wir dann ganz schnell in den niederohmigen Bereich. Und das kann ich jetzt mal kurz hier erklären. Also mehr zum Varistor-Video, verlinke ich auch mal hier. Aber die UI-Kennlinie beim Varistor sieht zum Beispiel so aus, dass wir jetzt ungefähr hier bis zu einer gewissen Spannung dann hier einen ganz geringen Strom haben. Das gleiche im negativen Bereich. Und dann ab einer gewissen Spannung haben wir dann hier den starken Anstieg des Stromes. Und deswegen, wenn sich dann der Strom ändert, dann werden wir eben hier niederohmig. Deswegen ungefähr dieser Verlauf. Und jetzt der Sinn des Varistors, nur ganz kurz erklärt, ist jetzt die Funktion als Spannungsbegrenzer. Weil indem man jetzt zum Beispiel so ein Varistor jetzt parallel zu einem zu schützenden Gerät schaltet, dadurch kann man dann ab einer gewissen Spannung, die dann für das Gerät gefährlich ist, will man sehen, dass dann ein sehr hoher Strom fließt. Der Strom wird dann in der Parallelschaltung komplett durch den Varistor fließen und man könnte dann so das Bauteil schützen, aber mehr halt im Extra-Video. Und dann ist jetzt hier das Schaltsymbol auch wieder hier der Kasten für Widerstand. Dann der Strich heißt wieder abhängig von einer gewissen Größe und dann hier abhängig von der Spannung, weil wir sehen ja, der Widerstand ist abhängig von der Spannung. Dann jetzt noch zum Photowiderstand und der ist jetzt lichtabhängig. Jetzt hierzu mal keine Kennlinie, aber das Schaltsymbol sieht dann so aus. Soll halt heißen, dass jetzt hier der Widerstand von der einfallenden Sonnenstrahlung oder vom einfallenden Licht abhängig ist. Dann als nächstes, jetzt nicht groß angezeichnet, gibt es zum Beispiel noch den Dehnungsmessstreifen, abgekürzt DMS. Das ist jetzt auch ein nicht linearer Widerstand, der jetzt abhängig von Kräften oder vom Druck ist.
Und ja, solltet ihr mal gehört haben, das ist noch eines dazu. Und jetzt verlinke ich hier noch meinen Chemie- und Mathe-Kanal. Da mache ich auch noch Lehrvideos. Falls es interessant, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Und das war es dann damit zu diesem Video.